Dieseldatteln geht mittlerweile aber noch viel mehr als Wärmepumpen. Ganz vorne bei zukunftsweisenden Energiekonzepten liegt die neue Weststadt in Esslingen. Ein Leuchtturmprojekt. Vom Bund mit über 12 Millionen Euro gefördert. Der Clou der Siedlung mit rund 500 Wohnungen: sie versorgt sich weitgehend selbst mit grünem Strom und Wärme und produziert darüber hinaus grünen Wasserstoff. Entwickelt hat das Meisterstück Professor Manfred Norbert Fisch. Der Bauingenieur hat hier seine Zukunftsvision für städtisches Wohnen verwirklicht. Die Vision, die ich eigentlich schon viele Jahre verfolge, ist das Thema 100% erneuerbar. Und so sind wir auf die Idee gekommen, hier das Quartier zu verbinden mit einer Wasserstoffproduktion. Denn die Wasserstofferzeugung wird eines der Zukunftsthemen in unserem Erreichen der Klimaneutralität sein. Sie sehen, an einem Tag wie heute mit viel Sonne haben wir Überschuss, aber es gibt genügend Tage in Deutschland, bei denen nicht die Sonne scheint. Und deshalb brauchen wir zukünftig den Wasserstoff, um auch Speichereffekte zwischen Tag, Nacht und im Sommer und Winter zu überbrücken. Die Idee? Das Gebäude als Kraftwerk. Der Strom kommt von Photovoltaik-Panels auf den Dächern, von einem Windrad und einer Biogasanlage. Was gerade nicht gebraucht wird, fließt in die Wasserstoffherstellung. Die Abwärme der Anlage wird direkt genutzt, um die Gebäude mit Wärme zu versorgen. Öl und Gas braucht hier niemand mehr. Zwei, die das gerade jetzt zu schätzen wissen, sind Jürgen und Hanne Kretschmer. Vor 10 Monaten ist das Ehepaar hier eingezogen. Mit 15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen sie jetzt sogar weniger als zuvor im Altbau. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich stolz darauf bin, hier zu wohnen. Und in der alten Wohnung hatten wir Gas und haben dann sofort hier gesagt, stell dir mal vor, wir wären da geblieben. Da wären wir richtig schön reingeschlittert in diese Rechnungen. Die Nebenkostenabrechnung für das erste Halbjahr hat das Paar schon bekommen. Hier zahlen sie nur knapp 220 Euro. In ihrer alten Wohnung waren es 1150. Mehr als 5-mal so viel. Also ein Unterschied, der ist sowas von frappierend. Selbst wenn das, man die größere Wohnung und Winter und Sommer rausrechnet, ist man immer noch ein meilenweit von dem entfernt, was wir früher bezahlt haben. Die Anlage, die das möglich macht, steht im Keller, gleich neben der Tiefgarage. Manfred Norbert Fisch führt den neuen Mieter gerne in die Geheimnisse der grünen Technik ein. So, das ist also unser Herzstück, mit dem wir rund 400 Kilogramm Wasserstoff am Tag erzeugen. Was kann man mit 400 Kilogramm machen? Man kann mit ungefähr 100 Autos 400 Kilometer fahren oder 400 Autos 100 Kilometer fahren. Ja. Seine Begeisterung für die Energietechnologie von morgen ist groß. Das Herzstück ist dieser Elektrolyseur, der grünen Strom in grünen Wasserstoff umwandelt. Bei der Elektrolyse wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten, mit Hilfe von überschüssigem grünen Strom. Dadurch wird fossilfreie Energie gespeichert und der grüne Wasserstoff kann ins Erdgasnetz eingeschleust und auch an Tankstellen und von der Industrie verbraucht werden. Für diese in Deutschland einmalige Anlage war ein langes Genehmigungsverfahren nötig. Die Abnahme des Elektrolyseurs erfolgte erst Anfang 2022. Seitdem wird hier Wasserstoff produziert. Zum System gehört auch ein Blockheizkraftwerk. Es wird nichts für das Einfamilienhaus im Keller sein. Es wird aber ganz klar am Rande der Stadt, von dem, das ist meiner Meinung nach Vision, an der Rande der Stadt brauchen wir solche Anlagen, um die Wärme in die bestehende Stadt zu leiten und am Rande der Stadt den Fernverkehr, die großen LKWs, die dort vorbeikommen, dann mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff zu betanken. Das ist eigentlich für die nächsten 10 Jahre so mein Ziel. Wasserstoff für Wärme, Mobilität und als Speicher. In Esslingen hat die Zukunft schon begonnen. Ob Wärmepumpe, ob Gashybrid-Kompaktgerät oder Brennstoffzelle.
planen zeitnah eine Sanierung Ihrer Heizungsanlage? Was ist die beste Lösung für mein Haus? 199 Euro Gutschein. Link zum Gutschein einlösen in der Beschreibung. Oder top-produkt.de. Nutzen Sie die Gelegenheit. Finden Sie gemeinsam mit einem Experten die beste Lösung für Ihr Haus. Zum persönlichen Energiecheck vor Ort in Ihrem Haus. top-produkt.de.